Leute, wir fahren heute auf ein Konzert. Und zwar Bring Me the Horizon. Ihr seht schon. Ja, und jetzt kommen ganz viele Leute und jetzt können wir nicht mehr aufnehmen. Deswegen ist es super. Wir fahren nach Stuttgart, also es dauert jetzt noch ein bisschen, weil wir sind jetzt erst gleich in Tübingen. Und ja, wenn wir das geschafft haben, müssen wir noch. Ich hoffe, ihr hört uns, die Geräusche hier sind so laut. Dann müssen wir noch 14 Minuten zur Halle laufen. Jetzt kommt es gleich wieder. Ich darf nicht reden, immer wenn ich rede, dann wird der Zug laut. Ja, wir freuen uns, weil. Es ist nämlich jetzt schon ein Jahr her. Es ist nämlich schon ein Jahr her, seitdem wir auf dem Sum 41 Konzert waren. Der Zug ist am Arsch. Ja. Ich höre auf. Bis nachher. Ein bisschen leise, weil wir gerade anhalten. Ich bin hier übrigens mal vor kurzem ausgestiegen, weil ich dachte, ich bin schon im Hauptbahnhof und dann war ich einfach in so einem kleinen Mini-Bahnhof und bin fast ausgerastet. Aber ja, wie dem auch sei, wir freuen uns mega auf das Konzert. Es wird richtig geil. Ja, der Zug hält gerade, deswegen können wir reden und Robo trinkt einfach. Ja, es wird sehr geil. Bis gleich. Vielleicht im Hauptbahnhof. Just in my mind, and this has got the best of me, and I can't even breathe. And it's not just your mind. So Leute, wir fahren jetzt gerade nach Stuttgart. Wir sind umgestiegen und wir haben super Plätze hier. Das sieht geil aus, oder? Das sind so Aufklappstühle. Und das ist so unglaublich laut. Die Geräusche. What the fuck? Ja, ich hebe ab, Alter. Und ja, wir fahren jetzt nach Stuttgart. Es ist sehr laut, deswegen wir sehen uns dann in Stuttgart, okay? So, meine Freunde, jetzt sind wir gerade in Metzingen und da steigen wieder so viele Menschen ein. Einer? Ja, einer. Ne, da hinten waren ganz viele, aber die seht ihr jetzt, nämlich die sind alle hinten, die haben alle keine Lust hierher zu laufen. Hier sind wir ausgestiegen, aber irgendwie haben wir trotzdem keine Plätze, weil die ganzen Plätze besetzen sind zu. Ja, ich will sie nach hinten filmen, sonst denken die, was ich bin, ist das für ein Spaß. Aber, ja. Spaß. Vor allem, guck mal, ist das voll die geile Aussicht, oder? Also, es sieht super aus. Und warte, geh mal her. Ich dachte am Anfang, das ist so ein Tablett, wo man so sein Essen draufstellen kann oder so. Aber das kennt ihr auch, wenn ich so ein Schlüssel schalte. Was ist das hier eigentlich? Hm? Was willst du? Ja, weil er das komplette Ding zeige. Komplett finster. So ungefähr. So. Ja, IP-Plätze. Ja, wir haben hier so einen kleinen Schrank und Ramon meinte, irgendwann geht der auf und dann kommen so Süßigkeiten raus. Nee, habe ich nicht meint, das wäre also, vielleicht cool. Ja, das meinte ich mit, das wäre cool. Dann wird da so ein kleiner Liliputaner drin sitzen und dann wird die so Sushi zubereitet. Okay, das war schon wieder genug, also bis später, Leute. So Leute, wir laufen jetzt Richtung Heinz-Martin-Schleyer-Halle und ja, da vorne waren zwei, die wollten gleich aufs Konzert. Nachher sehen die das Video und die denken, soll die spasten. Ja, genau, also wir laufen jetzt auf jeden Fall zu der Halle und dürften gleich da sein. Ja, der Bahnhof ist nicht weit weg von der Halle, also voll nice eigentlich. Genau, jetzt sind wir dann gleich da und dann sehen wir uns vielleicht nochmal. Ich hoffe, da ist nicht so eine krasse Schlange, aber ich denke mal schon, weil wir sind relativ spät dran. Es ist halt scheiße laut hier. Aber übrigens, kleiner Fun-Fact, genau vor 4 Jahren hat bei der Heinz-Martin-Schleyer-Halle Linkin Park gespielt. Und da war ich mit dem lieben Yannick auf dem Konzert. Er ist extra hier nach Stuttgart gefahren.
Und ja, das ist halt irgendwie sehr interessant, dass direkt... Es ist viel zu laut hier. Aber vor 4 Jahren hat Linkin Park gespielt und jetzt bin ich wieder in der Halle. Genau an dem Tag. Nach vier Jahren so. Voll geil. Links müssen wir. Oh,
Thank you.
Thank you.
sit down. Sit down. Sit down. Sind jetzt fertig mit den Nerven, körperlich. Das Konzert war unglaublich. Aber ich durfte leider meinen Camcorder nicht mit reinnehmen. Die haben mir den Camcorder abgenommen. Das war sehr traurig, das war ein sehr trauriger Moment. Die Vorbands waren richtig gut, tatsächlich. Die erste Vorband, wie hieß die erste Vorband? Yonaka. Yonaka, ja. Das war eine Frau, also Frauensängerin war eine Frau. Ja, war richtig gut. Dann dachten wir so, okay. Kann nur schlechter werden. Also habe ich gedacht. Ja, ich dachte mir halt so, okay, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Aber die hat auch gescreamt. Der hat gescrollt. Der hat auch gegrault. Ja, ja. Gegrault. Gegrault, Alter. Zweite Band, Fever, The Fever, oder? Oder The nur Fever, Fever. 333, glaube ich. Wieso eigentlich 333? Hälfte von 666. Die waren unglaublich gut. Also die waren... Die waren psychisch gestört, ja. Ich habe nicht wirklich Videos von den Vorbands gemacht, nur zwei Stück und die habe ich horizontal gefilmt. Nicht horizontal. Doch, horizontal doch, ist horizontal, so. Horizontal, ja. Nein, horizontal ist so. Vertikal. Ja, ich habe es vertikal gefilmt, also voll verkackt einfach. Ja, aber ich habe es für meine Story gefilmt in WhatsApp, deswegen. Ja, und dann kam Bring Me The Horizon und holy shit. War richtig, richtig brutal gut. Also wir waren positiv überrascht, weil Oliver Sykes, wir haben ja viele gesagt so, oh mein Gott, er kann nämlich scream und bla bla bla. Kann er. Er kann fucking tief growlen, er kann fucking high screams machen, er kann alles. Er kann alles, was er davor auch gemacht hat, bloß halt nämlich so Ausdauer. Man merkt, er hat halt nämlich so viel Ausdauer wie früher, aber er kann's. Und er hat's uns gezeigt und das war geil. Und jetzt, ja, haben wir auf den Zug gewartet, weil der kam halt ein bisschen später. Ich musste noch meine Jacke holen und meinen Camcorder. Den Camcorder habe ich ewig nicht gefunden. Hast du halt gemacht? Ja, wir sind verdurstet. Wir hatten nichts zum Trinken. Wir waren halt ganz vorne. Wir waren in der ersten Reihe. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr jetzt schon die Videos gesehen, weil ich die schon eingefügt habe. Ja, ist halt schade. Ich musste halt mit dem Handy aufnehmen, weil ich den Camcorder, wieder gesagt, nicht reinnehmen durfte. Aber es gibt Schlimmeres. Und Ramon hat hier so einen coolen Zettel mit den ganzen Bands, die noch alle spielen in der Zukunft. Ja, das war ab November bis, glaube ich, Januar, Februar, 19.
Da ist, nee, im März sogar. Da ist Ding sogar dabei. Auch in der Hans-Martin-Schleierhalle. Genau, jetzt fahren wir heim und ungefähr um 0 Uhr 42 dürfen wir in Horb sein, also da, wo Ramon wohnt. Und ich muss halt noch irgendwie heimkommen, aber das, ja. Haut das klärt sich. Das klärt sich. Wir planen halt nie. Wir machen das immer so voll spontan. Wir kaufen die Tickets. Und dann sind wir am Arsch. So, super. Das ist Beispiel Mannheim. Wenn ihr den anderen Vlog gesehen habt, dann, wir mussten ja in Mannheim von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens warten, bis wir halt daheim waren dann. In Karlsruhe. In Karlsruhe, genau, nicht in Mannheim. Von Mannheim nach Karlsruhe, in Karlsruhe mussten wir ewig warten. Ja. Das war schlimm. Das war richtig schlimm. Wir sehen relativ nicht fertig aus, also es geht tatsächlich. Aber es war echt eins unserer besten Konzerte. Du hast gesagt, es war dein bestes Konzert. Mhm. Kann ich fast aussagen. War gigantisch. Ich war sowas von positiv überrascht. Das ist halt geil. Das sieht man erst, wie geil das ist, wenn man ganz vorne ist, gell? Mhm. Man konnte sich halt die ganze Zeit schon am Gelände anlehnen und so. Ich wurde halt so rumgeschuckt. Ja, obwohl wir mit Bier bespritzt wurden. Du hast ein paar Tropfen abgekriegt. Die Haare waren nass, Alter. Und mein Arm hat geglänzt, Alter. Ja, ich habe übrigens hier so eine kleine Kette, die habe ich, super, die habe ich gekauft, als ich bei einer Freundin in Bayern war. Ein Gruß an dich, Kimi. Und ja, das ist diese, wie heißt die? Die Blume des Lebens oder so. Ich glaube, ja. Ja. So leise. Ja, da lachen wir. Drecksbälger. Und das war so cool, das hat mich halt an Bring Me The Horizon erinnert, weil ihr drittes, nee, viertes Album hieß Sam Eternal und da hatten die das als Cover. Und deswegen ich glaube, das ist auch das Merch von denen. Genau, gibt's auch Merch und alles. Das ist, das ist der Merch von denen. Das war so ein komischer Duftladen oder so, wo die das verkauft haben. Ich glaube, so. Das ist einfach nur die Blüte des Lebens. Organisatorisch war auch alles super. Wie gesagt, wir haben halt kein Trinken bekommen. Obwohl vor uns die ganze Zeit Wasserflaschen standen. Vor uns waren die ganze Zeit Wasserflaschen und wir dachten so, oh, wir wollen das. Und dann zum Schluss dachten wir, der Typ verteilt es. Und dann hat er einfach mitgenommen. Hat es einfach mitgenommen und wir sind verdurstet einfach. Aber wir haben uns dann was gekauft. Ja. Direkt nach dem Konzert, als ich meine Jacke hatte. Und ja, das ist nicht meins, nur das hier. Das lag hier einfach. Hat die jemand vergessen? Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Vielleicht während der Fahrt ein bisschen. Aber ich kann halt nichts mehr filmen, weil draußen dunkel ist. Wir sind übrigens gerade in Stuttgart, habe ich das gesagt, am Hauptbahnhof. Keine Ahnung. Was mache ich? Ich weiß nicht. Schön so. Ich bin fertig. Ja, wir sind schon relativ müde. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall sicher heim und dann melden wir uns nochmal. Ja, vor allem, was die Taschen immer so, die Taschen ab und so. Da sind harte Gegenstände drin, zum Beispiel mein Penis. Nein, Spaß. Das juckt die nicht, wisst ihr? Und dann sagen sie, mach die Tasche auf und dann ist da so ein kleiner Camcorder und das stört sie dann. Aber wenn man irgendwie eine Stachelgranatenbombe in der Hosentasche hat, dann ist scheißegal. Och, perfekt, und jetzt fährt der Zug los. Genau passend. Schönen guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste. Herzlich willkommen im Intercity der Deutschen Bahn zur Fahrt nach Rottweil. Schon egal. Ja, Leute, wieso laufen wir hier jetzt plötzlich draußen rum? Blüblinge. Mitten in der Nacht. Das Problem ist, der Zug, in dem wir waren, der hatte polizeiliche Ermittlungen. Wir wissen nicht, wieso. Aber wir haben eine Vermutung. Als wir in den Zug eingestiegen sind, lag in der rechten Ecke eine Tasche. Und es ist ja öfters so, dass wenn Gepäck einfach so irgendwo liegt und niemand weiß, wem es gehört, dass dann die Polizei eingeschaltet wird und dann zögert sich das Ganze unnötig heraus. Wobei es ja eigentlich auch wichtig ist, weil halt wirklich was sein könnte. Aber es ist halt meistens nicht so. Und jetzt haben wir hier diese schöne Kaufstraße gefunden, die einfach komplett leer ist. Der Karten. Ja, genau. Üblinge. Es sieht halt aber echt fucking schön aus. Die Lichter vor allem da oben. UFOs. Und ja, jetzt können wir auch nochmal in Ruhe ein bisschen über das Konzert reden, weil ich wollte noch was sagen. Und zwar war es tatsächlich in Stuttgart das erste Konzert von der neuen Tour. Stimmt. Hat er sich auch nochmal bedankt, wer hat gesagt, wir waren mega nice und ja, das war ein richtig schöner Start. In die neue Tour. Genau. Europa oder Deutschland? Europa-Tour, glaube ich, gell? Ist eine Europa-Tour, aber die sind in einigen Ländern geil in Europa. Da haben sich voll viel beschwert, zum Beispiel, ich glaube, Polen oder so. Oder ich habe keinen Plan. Hier, weißt du, wir waren vor allem hier so vorne bei McDonald's und wir haben eigentlich schon relativ Hunger, oder? Oh, relativ ist gut. Wir haben echt Hunger. Und wir standen so vor McDonald's wie so kleine Kinder, wie vom, an Weihnachten vorm Geschäft und wo sich irgendwie ein Geschenk wünscht oder so. Und wir standen vor McDonald's und haben uns einfach nur einen Burger gewünscht. Jetzt kommt den Auto, Alter. Ja, jetzt warten wir, bis wir abgeholt werden von seinem Stiefvater. Der holt uns ab. Ja. Gott sei Dank. Immerhin einer. Dann kommen wir hoffentlich auch endlich mal heim. Keine Ahnung, das war wieder klar, dass irgendwas schief läuft. Ja, wir haben von einer netten Bedienung in dem Zug eine Apfelschorle bekommen. Kauft euch Apfelschorle. Ja. Oh, von? Weiß ich nicht. Was steht da drauf? Von der Deutschen Bahn. Das ist doch ein schöner
Ausklang hier, würde ich sagen, dass wir den Vlog hier beenden. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, wir konnten, wie gesagt, echt nicht viel filmen. Nächstes Mal wird's besser. Wir waren auch relativ unvorbereitet und wussten, wir kannten uns halt echt nicht aus. Wir sind einfach zu der Halle gelaufen und da ist halt nicht viel passiert. Überall waren Menschen, wir wollten auch nicht die ganze Dimension filmen, wisst ihr. Genau, das ist meine Sportübung hier. Ich muss halt noch sagen, was war es, deine Videos sind von Ton her leicht schlecht? Achso, ja, weil ich musste ja mit dem Handy filmen. Ich meine, was will man erwarten, wenn man mit dem Handy filmt? Ich habe halt das Samsung Galaxy S7. Bild ist super, kann man nichts sagen. Man hört Olli auch singen und screamen und so, aber der Bass ist halt zu krass. Das hätte halt mein Camcorder hier, der hätte es perfekt gehandelt einfach. Und ich habe wie so ein Vollspast hochkant aufgenommen, obwohl es geht eigentlich hochkant. Ja, Ramon hat eigentlich hochkant halt aufgenommen. Zwei, drei Szenen. Aber also richtig lange Lieder waren es, glaube ich, nicht so. Maximal das längste war, glaube ich, 5 Minuten. Ja, kannst du, aber dafür war halt deine Audioqualität richtig geil. Also richtig geil jetzt nicht, aber sie war besser als... Was soll das jetzt heißen? Sie war besser als meine. So, wisst ihr, ich weiß gar nicht, ob wir hier so laut sein dürfen. Hier schlafen bestimmt auch Menschen da oben. Da guckt wahrscheinlich gleich jemand raus und schreit, oh, die Fresse. Aber kommt der Drache noch raus? Wir gehen jetzt zurück, warten auf seinen Stiefvater und dann kommen wir hoffentlich sicher heim. Also Leute, wir können die Tour nur empfehlen, falls ihr noch irgendwie Tickets ergattern solltet. Geht dahin, es war echt ultra geil. Bring Me The Horizon hat es noch drauf, sie werden es auch noch sicherlich lang drauf haben. Und denkt dran, wenn ihr eine Band unnötig hatet, das bringt niemandem was. Es ist einfach nur unnötig, dann, wenn euch die Band nicht gefällt, es gibt so viele andere Bands, wisst ihr, wieso muss man grundlos haten? Lasst es einfach. Es bringt nichts, es bringt euch nichts, außer ihr seid komplett gestört und es macht euch irgendwie Spaß. Haters gonna hate. Ja, haters gonna hate, genau. Das stimmt leider. Aber gut, bevor mein Arm jetzt abfliegt und meine Finger verfrieren, weil es ist echt arschkalt, deswegen habe ich auch schon meine Mütze auf. Ich hoffe, ja. Ja. Ich habe halt einen Pullover an und ein T-Shirt drunter, super. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Also dann, Leute.